Die Heilige Kirche betet heute am siebten Sonntag nach Pfingsten im Opferungsgebet: So sei unser Opfer heute vor deinem Angesicht, auf dass es dir wohlgefalle. Dies ist genommen aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Propheten Daniel. Und im Stillgebet haben wir noch einmal einen Bezug zum Alten Testament. Gott möge unser Opfer segnen mit demselben Segen, mit dem er das Opfer Abels gesegnet hat. Zwei Bezüge zum Alten Testament. Und ich möchte euch heute noch einen weiteren, viel wichtigeren Bezug zum Alten Testament vorstellen, nämlich unsere beiden neuen symmetrischen Kommunionbänke. Einer unserer Gläubigen hat sie gemacht aus Eichenholz, wunderschön. Und diese Kommunionbänke dienen nicht nur für den Empfang der Heiligen Kommunion, sondern sie haben noch eine viel tiefere Bedeutung, und das möchte ich euch heute erklären. Wenn ihr in alten Kirchen wart, da könnt ihr euch bestimmt erinnern, in Barockkirchen oder in gotischen oder romanischen Kirchen, da gibt es die sogenannte Chorschranke, die Abtrennung des Kirchenschiffes vom Altarraum oder vom Chorraum. Diese Chorschranke wird auch Lettner genannt, die war aus Stein, aus Holz, aus Schmiedeeisen, wunderschön mit schönen Bildern. Und die geht zurück letzten Endes auf das Alte Testament. Gott hat den Juden bei der Wüstenwanderung durch Moses genau den Kult vorgeschrieben. Hohepriester, Priester, Leviten, Opferkult am Morgen, am Abend, die Kleidung des Priesters und so weiter und fort und so fort. Und auch wie das Bundeszelt aufgebaut werden sollte. Das Bundeszelt besteht aus zwei Räumen. Ich habe hier ein Bild, ich habe es auch ausgeteilt, ihr könnt es mitnehmen, wenn ihr wollt. Also das Bundeszelt besteht aus zwei Räumen, nämlich aus dem Allerheiligsten. Es ist 10 Ellen lang, 10 Ellen breit und 10 Ellen hoch, also würfelförmig. Und davor ist das sogenannte Heiligtum. Das Heiligtum ist doppelt so lang, also 20 Ellen lang, 10 Ellen breit und 10 Ellen hoch. Das Heiligtum durfte nur von den Priestern betreten werden und das Allerheiligste durfte nur vom Hohenpriester betreten werden, und zwar nur einmal im Jahr, nämlich am Versöhnungstag. Im Heiligtum war der goldene siebenarmige Leuchter, dann die 12 Schaubrote und der Weihrauchaltar. Nicht der große Altar vor dem Bundeszelt, auf dem die Opfer verbrannt wurden, sondern der kleine Altar mit dem Weihrauch. Und dieses Heiligtum war gegenüber dem Vorhof abgetrennt durch einen Vorhang. Dieser Vorhang war auch genau vorgeschrieben. Es mussten 4 Farben sein, alles genau geregelt. Gott hat es dem Moses auf dem Berg gezeigt und zu ihm gesagt: Bilde alles so, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe. Also dieser Vorhang mit 5 Säulen ist die Abgrenzung des Vorhofes vom Heiligtum. Und im
Allerheiligsten stand die Bundeslade. Und da heißt es immer wieder im Buch Levitikus, wenn vom Kult und von diesen Dingen die Rede ist, dies sei dir ewige Satzung. Ihr kennt das wahrscheinlich von den Lesungen in der Fastenzeit. Dies sei dir ewige Satzung. Im Judentum wird das nicht fortgesetzt. Der Tempel wurde zerstört und das nachmessianische Judentum ist eine ganz andere Religion als das Judentum vor dem Messias. Nachher gibt es keinen Tempel mehr, der Vorhang war zerrissen, es gibt kein Opfer mehr, kein Priestertum mehr, also eine andere Religion. Ja, wo wird es denn fortgesetzt? Meine Lieben, es wird fortgesetzt im neuen Israel. Und das ist die heilige katholische Kirche. Und zwar nicht die ökumenische, sondern die katholische unverfälschte Kirche, in der es heißt, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Und der Vorhof entspricht dem Kirchenschiff und der Altarraum entspricht dem Heiligtum und der Tabernakel entspricht dem Allerheiligsten. Also wird das, was im Bundeszelt vorgeschrieben war und dann später auch im Tempel verwirklicht war, fortgesetzt in unseren katholischen Kirchen. Und dieser Vorhang, der den Vorhof vom Heiligtum trennte, der geht dann über in die Chorschranke oder in den Lettner. Und das sind bei uns jetzt eben diese beiden Kommunionbänke. Sie trennen das Kirchenschiff für die Laien vom Heiligtum, welches für die Priester ist. Und zum Beispiel in der Bundeslade, da war der grünende Stab Aarons, da waren die beiden Gesetzestafeln und ein Gefäß mit Manna. Auch das wird im neuen Israel in unseren Kirchen fortgesetzt. Da haben wir das Kreuz, das ist der blühende Stab Aarons. Da haben wir das Messbuch, das entspricht den Gesetzestafeln. Und wir haben die heilige Eucharistie im Tabernakel, die entspricht dem Manna. Also so wird fortgesetzt, was Gott im alten Bund befohlen hat. Dies sei dir ewige Satzung. Und meine Lieben, bei dieser Gelegenheit möchte ich euch noch ganz klar darauf hinweisen. Es gibt nur einen wahren Gott und nur eine wahre Religion. Der heilige Augustinus sagt es ganz klar. Die eine wahre Religion geht vom Paradies bis zum jüngsten Gericht. Da war Adam und Eva im Paradies, dann wurden sie vertrieben, aber die wahre Religion setzt sich fort mit dem vertriebenen Adam und mit den Erzvätern bis hin zu Noe. Dann kommt die Zeit der Patriarchen bis hin zu Abraham, Isaak und Jakob, grob gesagt 2000 Jahre vor Christus. Dann wird das Volk, das auserwählte Volk gegründet. Abraham ist der Stammvater des auserwählten Volkes. Und so geht es weiter bis zu Moses. Nach Moses kommt dann die Zeit der Richter. Nach der Zeit der Richter kommt die Zeit der Könige. Und die geht dann bis zum Messias, bis zu Jesus Christus. Jetzt mit Jesus Christus ist die Vorbereitung zu Ende. Das Alte Testament ist zu Ende und es beginnt die Wirklichkeit, wofür das Alte Testament da war. So wie bei der Verlobung, sie ist da für die Ehe. Die Verlobung ist die Vorbereitung und die Ehe ist dann die Wirklichkeit. Und so ist es hier auch, aber es ist dieselbe Religion, nämlich die Vorbereitung im Alten Bund und die Verwirklichung in der Kirche.
Und zwar in der heiligen Kirche, die nicht ökumenisch ist, die nur einen Gott hat. Es gibt, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Es ist heute sozusagen in unserer Zeit, in unserer Kirche, die umgekehrte Bewegung, wie es heute in der Epistel steht. In der Epistel schreibt der heilige Paulus, ihr wart einst Götzendiener und dann habt ihr euch bekehrt zum wahren Gott. Und heute haben wir das Gegenteil. Wir bekehren uns vom wahren Gott zum Götzendienst, zum Pachamama und so weiter. Und zu den anderen Religionen, die wir hofieren. Vollkommen falsch. Und wir werden eingewickelt und eingelullt durch die falsche Sprachverwendung. Also, ich gebe ein paar Beispiele. Das sind so Zauberworte, die den Irrtum kaschieren. Da spricht man von der neuen Weltordnung. In Wirklichkeit ist es die satanische Weltunordnung. Da spricht man von Abtreibung, in Wirklichkeit ist es Tötung. Da spricht man von wiederverheirateten Geschiedenen, in Wirklichkeit ist es Ehebruch. Da spricht man von einer neuen Sexualmoral, in Wirklichkeit ist es Unzucht. Man spricht von Ökumene, in Wirklichkeit ist es die Gleichstellung von Wahrheit und Irrtum. Man spricht vom Pluralismus, in Wirklichkeit ist es die Entthronung der Wahrheit. Man spricht von Interkommunion, in Wirklichkeit ist es Verrat am Glauben der Eucharistie. Man spricht von der neuen Messe, in Wirklichkeit ist, wie sie selbst vom neuen Missale bezeichnet, in Wirklichkeit ist es die heilige Versammlung des Volkes Gottes, so steht es im Messbuch von 69. Oder man spricht von Urnenbestattung, in Wirklichkeit ist es die gewaltsame Zerstörung eines gottgeweihten Tempels, nämlich unseres mit dem heiligen Öl gesalbten Leibes. Also eine Sprachverwirrung, die den Irrtum kaschieren soll. Ich werde da erinnert ein bisschen an die Nazis, ja. Da sprach man von Säuberung und meinte die Tötung von Menschen. Man sprach von Schutzhaft und meinte schreckliche Gefängnisse. Oder man sprach von gesunden Volksempfinden und meinte die Abschaffung des Rechtes. Also ich für meinen Teil will diese Umschulung nicht mitmachen. Wir sind zwar wenige und gelten als Spinner und als Exoten, aber wir bleiben bei der unverfälschten Wahrheit. Lieber ein Exot mit der Wahrheit als ein Mitläufer mit dem Irrtum. Hütet euch vor den falschen Propheten, von den Wölfen im Schafspelz, sagt der Heiland heute im Evangelium. Und das trifft auch für diese falsche Sprachregelung zu. Hütet euch vor der falschen Sprachregelung. Jeder von uns muss dastehen wie ein Fels in der Brandung. Wir sind gesalbt mit dem heiligen Öl, wir sind gefirmt mit dem heiligen Chrisam und die Gnade ist mächtiger als der Irrtum. Die Wahrheit siegt über den Mainstream. Ein früherer Bundeskanzler hat gesagt, wer sich mit der öffentlichen Meinung vermählt, der wird bald Witwer sein. Also die Wahrheit wird siegen, das sagt ja auch ihr Name. Wahrheit kommt von Wehren. Sie wehrt ewig am Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.